Seid ihr herzlich willkommen. Ist heute eine Liebesnachricht zum Erwarten? Ja oder nein? Und wenn ja, von wem? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese drei Karte dort oben in die linke Seite beschreibt seinen Gedanken. Auf dem ersten Bild sehen wir eine Frau und sie dient. Die Karten haben symbolische Bedeutung und das kann heißen, er dient jemand oder zeigt seine berufliche Situation. Und die nächste Karte, wo er sich gefangen fühlt, heißt, er ist nicht glücklich in die Arbeitsplatz oder er kann nicht Nein sagen, immer dient anderen. Und er fühlt sich damit gefangen. Und die dritte Karte zeigt, entweder jemand ist krank in seiner Umgebung und er muss dienen, er muss helfen, oder er hat ein berufliches Ziel und er möchte sich beruflich verändern und das ist der Gesundheitsbereich. Was ich aber eher vermute, dass er feige ist, hier Nein zu sagen oder Grenzen setzen bei anderen und genau das kränkt ihn. Die nächste Karte zeigt seinen Gefühlen. Der Mond passt sehr gut zu seinen Gefühlen, weil der Mond herrscht über das Unbewusste, herrscht über die Gefühle. Und das heißt, er hat seine Träume, seine Sehnsüchte, seine Wünsche. Und das entspricht sein Gemüt und er möchte diesen Traum auch leben. Der Mond symbolisiert auch die Mutter oder Mütterlichkeit. Und wenn ich verknüpfe zu anderen Karten, kann sein, dass seine Mama krank ist und er muss um sie kümmern. Oder hat Kindheitserinnerungen und da fließen die Tränen, das hält ihn gefangen oder kränkt ihn auch seelisch. Jetzt schauen wir an die nächste Kartenkombination und das beschreibt dein Gegenwart. Auf die erste Karte sehen wir einen Brief und das nähert sich schon. Diese Nachricht kann sogar heute schon eintreffen. Immerhin, diese mittlere Karte symbolisiert die Bewegung oder eine männliche Person. Dieser Reiter kann dein Partner sein, dass er endlich in Bewegung kommt, aber oft symbolisiert ein zweiter Mann. Es ist sogar möglich, dass du zwei Verehrer hast. Immerhin handelt sich hier um die Liebepartnerschaft, weil die dritte Karte, die Liebesgöttin, überreicht dieses flammende Herz und das ist ein Symbolbild für die Liebe. Oder du liebst Bewegung, Sport oder Autos und möchtest ein Auto kaufen oder jemand schenkt dir ein Auto. Bei einem Autokauf kann das Brief auch einen Kaufvertrag auch bedeuten. Und jetzt schauen wir an, was kommt bei ihm in die nächste Zeit. Auf die erste Karte sehen wir die Herrscherin und das bedeutet, es ist jemand in seiner Umgebung und versucht, über ihn zum Herrschen etwas befehlen. Es handelt sich um die Finanzen oder passiert in seinem Arbeitsplatz, zeigt die zweite Karte, weil das hat mit Geld was zu tun, indirekt mit seiner Arbeit was zu tun. Aber beides ist möglich. Und dann sehen wir sogar in die Mitte diese Dieb. Das kann Diebstahl sein oder versucht jemand Geld aus der Tasche ziehen. Aber er befreit sich von diesem Kontakten, er befreit sich von dieser Situation,
Und genau das zeigt die folgende Karte, die Befreiung, was diese beiden Damen symbolisiert, diese Fröhlichkeit. Im Hintergrund die vier Stäbe, noch die Enge, aber er macht Schritte und dann geht alles voran. Die beiden weißen Tauben sind auch ein Symbolbild für diese Befreiung. Das kann Kündigung sein, das kann Trennung sein oder dass er um die Finanzen kümmert und er lässt es gar nicht zu, dass jemand von ihm was wegnehmen kann. Und das ist diese Befreiung. Und er hat diese magische Kraft, das zu bewältigen. Was diese Kartenkombination noch bedeuten kann, das zeigt diese goldenen Taler die inneren Werte und kommt auch die Wertschätzung. Und das ist diese magische Anziehungskraft und auch die Befreiung zwischen euch beiden. Und du bist diese Herrscherin in seinen Wahrnehmung. Und das kann auch die Bewunderung oder die Wertschätzung natürlich auch sein. Aber dieser Dieb spielt trotzdem eine Rolle. Er hat Verlustangst. Angst, dass jemand kommt und dich wegnimmt und du beendest diese Beziehung. Und jetzt schauen wir an, was erwartet dich in die nächste Zeit. Auf die erste Karte sehen wir die Mäuse. Die Mäuse entfernen etwas. Die Frage ist, was? Und die nächste Karte zeigt der Mond. Das entspricht die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche und auch die Hoffnung. Nicht nur bei dir erscheint diese Karte, der Mond, sondern bei ihm aber auch. Was der Mond noch bedeutet, das ist die Empfängnis, etwas zum Empfangen. Mir scheint es so zu sein, du wartest, dass er aktiv wird und das entspricht deinem Wunsch, deinem Traum, deiner Vorstellung und er hat dasselbe Haltung. Er wartet auch, dass du dich meldest, dass du dich öffnest, dass du über deine Pläne oder über die Gefühle sprichst. Und diese Zurückhaltung werden die Mäuse entfernen. Und dann, die dritte Karte zeigt die Ergebnis, dieser Ring, die Verbindung oder symbolisiert auch etwas Wiederkehrendes. Er kommt in Bewegung. Und wenn eine Ehe dein Traum entspricht, dann wird dieser Traum auch wahr. Was noch diese Kartenkombination bedeuten kann? Mond symbolisiert oft die Mutter und seine Mutter mischt sich ein auf euren Partnerschaft, aber diese Verbindung werden die Mäuse dann entfernen. Dann hat sie da nicht viel zum Sagen. Also diese Deutungsmöglichkeit haben wir auch. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.